Die Botschaft des heutigen Tages ist, jetzt geht's richtig los. Wir haben in den letzten Jahren zusammen mit Innovation City in Bottrop diesem großen Leuchtturmprojekt, wie gelingt es, ein Stadtquartier energetisch zu sanieren, ein Konzept erarbeitet, haben Anträge gestellt, Geld eingeworben und ab dem 1. Juli 2020 können jetzt alle Eigentümerinnen und Eigentümer hier in Osterfeld Anträge stellen und sich beraten lassen, wie kriege ich eine neue Photovoltaikanlage, energiesparende Fenster, eine neue Heizungsanlage. Das, was wir in Bottrop gelernt haben, haben wir inzwischen ja in die ganze Republik getragen. Im Ruhrgebiet haben wir in über 26 Städten inzwischen Konzepte, sind in 11 Städten auch unterwegs mit solchen Büros wie hier in Osterfeld, wo dann Sanierungsmanager von uns im Grunde genommen die Themen treiben. Aber wir arbeiten auch in Hamburg, wir arbeiten in Osnabrück, wir haben einen Auftrag in Berlin. Wir wissen aus dem Konzept, dass 80% des Strombedarfs, den wir hier in Osterfeld haben, könnte man über Photovoltaik decken. So, jetzt gibt es ein Förderprogramm mit 2.000 Euro pro Photovoltaikanlage der Stadt Oberhausen. Und ich denke mir, das wäre wirklich die Anstrengung wert, hier auch Oberhausen eigenständig, fast eigenständig mit Strom zu versorgen, mit eigenproduziertem Strom. Osterfeld ist jetzt ja ein besonderer Stadtteil, es wird besonders gefördert. Ich denke, dass wir viele Erfahrungen sammeln können innerhalb dieses Projektes, die wir dann natürlich auch auf andere Stadtteile ausweiten können. Jeder Kunde, jede Immobilie hat einen anderen Problemfall. So, und man muss da individuell reingehen und daraus werden wir Erfahrungen sammeln, wovon auch die anderen Oberhausener profitieren. Es wird konkret, man kann es sehen, man kann es anfassen und es ist für uns als Stadt natürlich eine riesige Chance, weil wir Gebäudemodernisierung hier in Osterfeld bekommen und damit den Stadtteil richtig aufwerten können.